So Freunde, es kam öfter die Frage auf bei meinen letzten Videos, wie das Ganze denn funktioniert mit dem 3D-Drucker, mit eventuellem 3D-Scanner und die ganze Stromversorgung halt, die hier so im Bus stattfindet. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich wollte euch zeigen, wie der 3D-Drucker, wie die Fräse und wie der Laser in Action aussieht. Das Ganze auf dem VW-Bus verbaut, auch praktisch angewendet, mit einem Generator, den ich sowohl für den Garten, für den Bus und zu Hause benutzen kann. Das zeige ich euch. Das ist der Yeti. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Das hier ist mein Solargenerator, den ich über Solar, über Landstrom und über die Kfz-Steckdose, bedeutet der Kfz-Stecker in den Zigarettenanzünder, und der Input geht dann hier oben in den Solargenerator rein. Das Ganze ist ein Sinuswechselrichter, betreibt so gut wie alle Geräte, die ich im Garten habe, und mein Laser. Im Prinzip ist das so der kleine Arbeitsbereich. Hier ist mein Tisch mit dem Laptop, hier der Snapmaker und dann drüben der Generator. Der Generator kann auch hinten im Kofferraum stehen, das Kabel ist lang genug, gar keine Frage. Über den Generator läuft die ganze Geschichte hier im VW-Bus. Außer eine Sache, und zwar der Sternhimmel. Der Sternhimmel läuft über die ganz normale Starterbatterie, die im Motorraum verbaut ist. Denn der Sternhimmel wird mit einer einzigen LED angetrieben, und eine LED in einem Bus verbaut ist nicht so tragisch. Ich weiß, man sollte so wenig wie möglich Strom an die Batterie vorne anschließen, aber es ist eine LED, und vorher waren hier 4 Halogenlampen verbaut, also diese Serien, diese originalen Lampen vom VW-Bus, einmal hier, hier hinten und vorne 2. Das heißt, ich hatte 4 Stück, die habe ich ausgetauscht für eine LED. Und eine LED verbraucht ja viel weniger Strom als die alten ursprünglichen Lampen. Das heißt, alles, was hier in dem Bus an Strom verbraucht wird, läuft alles nur über den Solargenerator, über den Yeti 1000. Ich kann mir hier meine 12 Volt Verbraucher anschließen. Das ist dieser Stecker hier, und den Stecker stecke ich einfach hier vorne ein. Zack, kann hier meine 12 Volt Verbraucher jetzt anschließen, und dann sind diese Schalter da hinten aktiv. Denn das Kabel, was ich gerade angesteckt habe, ist verbunden mit den Schaltern. Ich habe es jetzt gerade hier, ihr seht, hier läuft es lang, gerade zu Demonstrationszwecken. Licht, Ventilatoren sind jetzt nicht angeschlossen, und Wasser, läuft alles über 12 Volt. Und das Ganze, den 12 Volt Hauptschalter, kann ich hier betätigen, indem ich sage an oder aus. Meiner handelsüblichen Verbraucher, wie jetzt zum Beispiel der Snapmaker, läuft ganz normal über die Steckdose. Vorerst dachte ich bräuchte diesen Adapter, den brauche ich aber tatsächlich gar nicht. Es hat mir sogar ein Zuschauer geschrieben, dass ich hier die Steckdose von die Stecker von EU direkt in den Snapmaker, direkt in den Yeti einstecken kann, und das Ganze funktioniert. Laden kann ich es dann, wie gesagt, hier oben über den Input-Stecker. Das heißt, hier kann ich einen Input reinstecken, dann kann ich hier sowohl das Solar anschließen, also der Stecker vom Solar sieht gleich aus wie der, oder jetzt in diesem Fall den Kfz-Stecker über Zigarettenanzünder. Das heißt, das hier kann ich einfach einen Zigarettenanzünder reinstecken, wenn der Motor an ist und ich fahre, und dann kriegt er hier einen Input von ungefähr um die 80 Watt Input, was es mir ermöglicht, den Yeti während der Fahrt mit dem Kfz-Stecker über die Lichtmaschine laden zu können. Ich kann das Ganze aber auch nehmen und kann hier mein Solar reinstecken, oder ich nehme hier mein Landstromkabel für die Steckdose, stecke das hier oben ein, zack, und das Ganze könnte ich dann nun auch jetzt über Landstrom laden. Das heißt, stecke einfach in die Steckdose und das Gerät wird geladen. Das hier ist das Seriennetzteil. Das ist nicht so starkes Netzteil wie hier dieses Powernetzteil. Über das Powernetzteil kann ich aber nur den Kfz-Stecker anschließen oder den Solarstecker, nicht Landstrom. Bedeutet, wenn ich hier das Netzteil anschließe vom Solar, kriege ich 70 Watt raus. Wenn ich es hier anschließe und gleiche Leistung habe, kriege ich ungefähr 85 Watt raus. Das ist so ein Powernetzteil. Das kostet zusätzlich, glaube ich, wenn man es extra kauft, nochmal 80 Euro. Funktionsmäßig kann ich dann natürlich auch meinen Laptop und den Snapmaker gleichzeitig bespielen lassen, also gleichzeitig laden lassen. Das heißt, der Snapmaker kann laufen und der Laptop kann gleichzeitig laden. Das geht dann halt hier über den 230 Volt Stecker. Da kann ich nur 2 Verbraucher gleichzeitig anschließen. Man hat mir abgeraten, eine Mehrfachsteckdose anzuschließen. Das könnte ich natürlich auch machen. Aber die ganzen Akkus, die ich haben möchte, kann ich alle über USB laden. Das heißt, ich kann meinen Laptop anschließen, den Snapmaker laufen lassen und gleichzeitig alles hier über USB anstecken. Jetzt ist der Laptop auch noch angeschlossen, hier an dem Verbraucher. Das bedeutet, jetzt habe ich die 2 Steckdosen belegt. Aktuell, wenn nur der Snapmaker laufen würde, hätte der einen Verbrauch von 22, 23 bis 25 Watt ungefähr. Wenn ich meinen Laptop noch anschließe, dann geht das hoch auf bis zu 60 Watt, die ich verbrauchen würde. Und hier habe ich dann die Stunden, die mir verbleiben, bis der jetzige Akku, so voll wie er jetzt gerade ist, dann endgültig leer wäre. Input habe ich momentan keinen. Ich könnte mein Solar nehmen und das Ganze dann hier noch anschließen. Somit hätte ich einen Input. Das heißt, diese Zahl würde wieder größer werden, weil der Input direkt vom Output verbraucht wird. Und wenn sogar genügend Input reinkommt, das heißt, wenn ich jetzt über 81 Watt Input hätte, dann würde der hier auf 99 gehen, weil ich mehr Input als Output habe.
So schnell ist dann auch alles wieder aufgeräumt und ich habe meinen 3D-Druck, ich habe meinen Laser und ich habe meine Gravur. Alles fertig, alles in einem Gerät, alles mit einer Stromversorgung, alles hier im Bus. Das Ganze ist jetzt hier in kleiner Tassen untersetzt. Das heißt, ich kann jetzt hier Tassen oder Gläser drauf tun, wenn das Ganze auf dem Tisch steht und hier keine Spuren hinterlassen soll, wie Wasserränder. Oder wenn es zu heiß ist, kommt es natürlich hier auf so einen Untersetzer drauf. Es ist jetzt gefräst, es ist gelasert und ich habe auch was Kleines gedruckt. Das zeige ich euch kurz. Das hier, das ist jetzt mein Logo. Mein Logo gefräst nur mit den Außenlinien. Da bin ich etwas zu tief gegangen. Da sieht man, dass hier das Holz in der Mitte nicht mehr ganz da ist. Es wurde mitgefräst, weil ich da die Einstellungen nicht richtig getroffen habe. Dann habe ich das Ganze umgekehrt und das Ganze ist jetzt nur oberflächlich eingraviert. Das heißt, das Ganze ist nur 0,2 mm tief gegangen. Das Ganze habe ich auch nochmal mit Olive Tresheim Logo gemacht und Olive Tresheim Logo kam richtig gut raus. Da haben die Einstellungen ziemlich gut gepasst. Da gehe ich jetzt nochmal drüber mit dem Schleifpapier, dann sieht das richtig, richtig Sahne aus. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mir gefällt es richtig gut und auf der Rückseite habe ich hier einen QR-Code. Dafür öffne ich jetzt einfach meine App. Dann kann ich den Code scannen. Und schon komme ich auf die gewünschte Webseite, wie es ist. Und hier in dem Fall auf Olive Tree, seinen YouTube-Kanal. Ich habe ihn abonniert. Das ist jetzt nur, weil ich hier nicht angemeldet bin. Olive Tree, ich habe dich abonniert. Ich gucke deine Videos, ich feiere deine Videos. Wer es nicht getan hat, einfach mal hier drauf. Das hier, Freunde, das habe ich mit 3D gedruckt. Man erkennt es vielleicht ein bisschen, oben steht Volkswagen, unten steht T4, aber was das für ein Kauderwelsch da in der Mitte ist, das erkennt man nicht. Wenn man das Ganze aber gegen das Licht hält, und zwar ungefähr so, dann sieht man, dass das ein 3D-Druck ist von meinem allerersten VW-Bus-Video. Das ist das Video, wo ich den VW-Bus vorgestellt habe, der Thumbnail davon. Das Thumbnail habe ich hier auf negativ gesetzt, habe das auf eine 3D-Druckoberfläche gesetzt, habe das als G-Code exportiert und schon kann ich das Ganze einfach drucken. 3D-Druck läuft, funktioniert. CNC-Fräse läuft und funktioniert. Und Laser läuft und funktioniert. Das alles mit dem Yeti und dem Snapmaker. Easy. Nicht schlecht. Diese Sachen jetzt hier sind natürlich nur eine Inspiration, was man damit machen kann. Im Endeffekt dient das Gerät auch als Ersatzteillager. Das heißt, wenn euch irgendwas bricht, was ihr aus Plastik im Bus verbaut habt, was klein genug ist oder was eine gewisse Größe hat, kann ich euch mit dem 3D-Drucker erstellen. Das Ganze kann ich dann natürlich am Laptop schnell designen, wie das Ganze aussieht, was euch gebrochen hat, kann die Maße eingeben. Oder ich packe das hier in meinen portablen 3D-Scanner. Das hier ist ein 3D-Scanner als kleiner 3D-Scan-Koffer von Matter & Forms. Matter & Forms hat mich hier unterstützt und hat gesagt, hey, deine Idee mit dem Snapmaker ist mega cool. Hast du nicht Lust, unseren portablen kleinen Scanner einzubauen in deinem Bus? Da sage ich natürlich nicht nein. Das hier hat mir Matter & Forms kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das ganze Gerät packe ich eventuell schon am Sonntag aus, weil ich möchte mich mit der Thematik mal ein bisschen auseinandersetzen, wie das Ganze denn hier im mobilen Design läuft. Denn das hier ist ein sehr leistungsstarkes Gerät. Bis dato habe ich leider nur was mit der Kinect-Kamera machen können. Aber das hier ist ein sehr starker, hochwertiger 3D-Scanner, der kompakt genug ist, dann in meinen Bus verbauen kann. Das Ganze werde ich testen, das Ganze werde ich machen. Und da werde ich am Sonntag dann sehr wahrscheinlich einen kleinen Livestream zu machen. Kommt auch an, wie das Wetter ist. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, werde ich euch Bescheid geben, ob ich am Sonntag dazu einen kleinen Livestream mache auf Twitch. Wen es interessiert, ich habe viele 3D-Druck-Zuschauer hier auf meinem Kanal mit dem 3D-Drucken oder 3D-Scan. Der darf am Sonntag gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich werde wahrscheinlich einen Livestream machen. Das muss ich aber nochmal schauen. Das sage ich euch dann frühzeitig bei mir auf dem Instagram-Kanal in den Stories. Der Scanner wird auch eingebaut in einem Video, dann aber wieder in einem richtigen Video, wo ich das Ganze hier umdesigne bzw. in den Bus einbaue. Bis zum nächsten Video. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen oben da, schreibt einen Kommentar in die Kommentare und ich freue mich aufs nächste Video. Ich würde sagen, einen schönen Sonntag. Bis dahin. Peace. Vielen Dank. Ciao, ciao. Matter & Form 3D Scanner Version 2. Ach, das ist schon die zweite Version. No way, der hat ja eine fahrbare Kamera. Digga. Alter, da habe ich Bock drauf. Mega geil. Da muss ich nur alles... Woo!